Hallo Georg, was kommt dir in den Sinn, wenn du Ich, Du, Wir Beziehungen auf dem inneren Weg hörst? Ich, Du, Wir Beziehungen auf dem inneren Weg klingt für mich zunächst einmal so, als ob das zwei verschiedene Dinge sind. Beziehungen auf der einen Seite, der innere Weg auf der anderen Seite. Also zwei Dinge, die man irgendwie miteinander kombinieren muss, in Einklang bringen muss, harmonisieren muss, die sich möglicherweise widersprechen und die sich unter Umständen sogar ausschließen können. Mein Anliegen ist es, denke ich, gemeinsam zu erforschen, ob diese beiden Dinge, ob Beziehungen und innerer Weg, ob innerer Weg und äußeres Leben überhaupt nicht eigentlich eine einzige Bewusstseinsbewegung sind, die in sich selbst harmonisch ist. Ich bin neugierig, ob uns das gelingt und wo es uns hinführt. Ich freue mich auf die gemeinsame innere Werkstatt. Und die zweite Assoziation, die kam ja durch diese Dreiheit in dem Satz Ich, Du, Wir. Weil eine der ganz zentralen Lehren in Igors Arbeit auf einer Dreiheit beruht, die wir im Trika-Shivaismus finden. Ja, Trika ist die Lehre dieser Dreiheit. Das heißt, das Absolute hier als das reine Bewusstsein, das bricht in drei verschiedene Aspekte, die jeder Erfahrung zugrunde liegen. Und zwar ist es das Subjekt, das Objekt und die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt. Auf Sanskrit Rishi, wäre das Subjekt, ja, der Seher. Devata wäre diese Beziehung, die zwischen Subjekt und Objekt zustande kommt, der Strom des Wissens. Und Chandas als die Bezeichnung für dieses Objekt. Das heißt, die Shakti spielt hier diese verschiedenen Rollen als Subjekt, Objekt, die Beziehung dazwischen, als diese Dreiheit, die von nichts anderem erhellt wird, als von Bewusstsein, was jenseits von allem ist. Naja, bei diesem ersten Part, Ich, Du, Wir, sehe ich erstmal so eine ganz natürliche Gemeinschaft mit mir, mit einem Du, mit einem Wir. Beziehung auf dem inneren Weg, da frage ich mich, ob das nicht oft der Grund ist, nämlich das in Beziehung treten, warum wir den inneren Weg verlassen, indem wir von einem anderen oder in Gemeinschaft etwas wollen oder etwas nicht wollen oder vermeiden wollen. Und somit ist Beziehung dann ein Forschungsfeld, wie wir Innerlichkeit verlassen, womit wir da eigentlich in Beziehung treten, warum Beziehung überhaupt ein Hindernis ist im Kontakt mit mir selbst und auch für die Liebe, für das frei fließende Zusammensein. Und auch die Frage, wie kann sich der Raum dann wieder öffnen für Begegnung, zunehmend in Liebe und zunehmend in Wahrheit. Was kam dir in den Sinn, als du von dem neuen Format Die innere Werkstatt gelesen bzw. gehört hast? Innere Werkstatt ist für mich zunächst einmal ein Raum, den wir gemeinsam betreten, den wir uns begegnen.
Ein Raum, in dem verschiedene Werkzeuge ausleben, die wir austesten, die wir uns in die Hand nehmen können, die wir fühlen können und ja, mit denen wir unser Material bearbeiten. Also das Material, das wir alle mitbringen, das alle mitgebracht haben, also uns selbst. Und das Schöne daran ist, dass wir diese Werkzeuge dann auch alle wieder mit nach Hause nehmen können und sie entweder in die Schublade legen können oder auch weiter damit arbeiten können, wenn wir das wollen. Ich bin gespannt, welche Kunstwerke daraus entstehen und freue mich darauf, gemeinsam ja, mit uns allen zu gestalten. Okay, also Werkstatt ist natürlich ein Ort, der mit bestimmten Assoziationen verbunden ist. Ja, es ist klar, ich würde nicht in eine Werkstatt gehen, um gemütlich auf dem Sofa zu sitzen und meinen Tee zu trinken, sondern ich gehe in die Werkstatt mit einer bestimmten Intention. Ich ziehe mich vielleicht um, ja, ich brauche vielleicht Kleidung für diese Werkstatt, die schmutzig werden kann, weil ich weiß das schon vorwegnehme, dass ein Prozess dort in Gang kommt, der etwas bewegt. Ja, eine Werkstatt kann auch Ausdruck sein für einen Prozess der Verwandlung, wo wir vielleicht ein Rohprodukt durch unsere Bemühungen, durch unseren Fokus und durch unsere Intention und vielleicht auch durch unsere Fähigkeiten in ein Endprodukt verwandeln, was unglaublich verfeinert ist. Beim Begriff der inneren Werkstatt kommt mir die Assoziation von einem schöpferischen, kreativen Raum, der nicht zielorientiert ist, wo es wenig Vorgaben gibt, einfach als Impulse und wo dann etwas entstehen kann in Gemeinschaft und für sich selbst ein frisches Resultat von einer Erforschung und einem schöpferischen Prozess.